Hallo und willkommen zu digitaler Signalverarbeitung auf FPGAs. Heute schauen wir uns den letzten Abschnitt des Kapitels Abtastung und Downsampling an. Und zwar geht es heute um Downsampling. Downsampling und Dezimation. Wir schauen uns an, was das ist und was der Unterschied zwischen den beiden ist. Ganz am Anfang von diesem Kapitel hatten wir uns dieses Endlospapier periodischer Spektren angeguckt, bei dem wir gesagt hatten, wenn wir uns so einen Stapel Computerpapier nehmen und auf das erste Papier ganz fest draufdrücken, dann drückt das auf alle Papierseiten durch. Und wenn wir das jetzt auseinanderklappen, dann sehen wir auf allen Seiten diesen durchgedrückten Plot von der ersten Seite. Das ist unser Modell für periodische Spektren, für Wiederholspektren von zeitdiskreten Signalen. Wenn wir jetzt so ein zeitdiskretes Signal nehmen und wir reduzieren die Abtastrate. Warum wir das machen, schauen wir gleich noch, aber nehmen wir einfach mal an, wir wollen die Abtastrate reduzieren. Dann kann man sich leicht überlegen, dass das dem gleichen entspricht, als wenn ich vorher, vor meiner ersten Abtastung, mein Computerpapier sozusagen auf die Hälfte geknifft hätte. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich die Abtastrate um den Faktor 2 reduziere. Das heißt, ich habe jetzt anstelle meiner ursprünglichen Faltung hier bei FS 1 halbe, habe ich jetzt noch weitere bei FS 2 halbe. Und generell ist mein Papier jetzt auf die Hälfte quasi zusammengefaltet, wie da, wo sie vorher war. So, und jetzt lege ich das Ganze wieder zusammen. Genau wie ich das mit dem analogen Signal gemacht habe im ersten Abschnitt. Schauen wir an, was passiert. Wenn ich das jetzt gegen das Licht halte, ja, dann sehe ich wieder den gleichen Effekt wie bei dem ersten Abschnitt, nämlich dass Dinge durchschimmern, die ich jetzt quasi mit dem Plot auf meiner ersten Seite verbinden muss. Das heißt, das, was ich hier sehe, das sollte da besser nicht sein, weil sich das nämlich mit meinem Basisbandspektrum kombiniert. Das heißt, auch hier kann ich Aliasing bekommen. Das heißt, wenn ich ein schon einmal abgetastetes Signal hernehme und dessen Abtastrate reduziere, dann beschränke ich mich ja jetzt auf ein neues Basisband, was schmaler ist als das alte Basisband. Und alles, was jetzt außerhalb dieses neuen Basisbands ist, wird zurückgefaltet in dieses neue Basisband. Das heißt, das gleiche wie beim Abtasten von analogen Signalen, nämlich Aliasing. Und die Abhilfe ist auch wiederum die gleiche wie bei analogen Signalen. Ich muss vor meinem Downsampling, jetzt hier allgemein um den Faktor R, die Frequenzkomponenten oberhalb meiner neuen Nyquist-Frequenz, FS2 halbe, herausfiltern. Und das mache ich jetzt natürlich mit einem digitalen Anti-Alias-Filter, weil ich ja im Zeitdiskreten bin. Ansonsten ist es aber das Gleiche. Man kann überhaupt diese ganze Abtastung vergleichen, nicht Abtastung, diese ganze Downsampling vergleichen mit der Abtastung analoger Signale. Wenn ich mir so eine Modellvorstellung mache und sage, gut, eigentlich ist ein analoges Signal sowas wie ein zeitdiskretes Signal, was nur mit einer unendlich hohen Abtastrate abgetastet worden ist. Vielleicht hilft Ihnen diese Modellvorstellung ja weiter. Wie gesagt, ich muss jetzt auch filtern. Nur, dass natürlich jetzt bei einem zeitdiskreten Signal meine Filterung, die oberste Frequenz, maximal mein FS 1 halbe ist. Filtern muss ich ja, wie gesagt, vor dem Downsamplen. Das heißt, ich filtere noch auf meiner alten Abtastfrequenz. Dann filtere ich. Und so sollte das Spektrum dann aussehen. Das heißt, ich habe hier in meinem neuen Basisband habe ich ein Spektrum und der Rest ist leer. Jetzt kann ich downsamplen. Jetzt sehe ich, dann schiebt sich mein Spektrum wieder zusammen, weil das ist jetzt periodisch mit FS 2 halbe. Das faltet sich und wiederholt sich hier immer. Wenn ich das so gemacht habe, dann habe ich alles richtig gemacht, dann tritt keinerlei Aliasing auf. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum soll ich das denn überhaupt machen? Zum einen, weil ich es kann.
wenn ich ein überabgetastetes Signal habe, das heißt, bei dem meine Bandbreite, meine Nutzbandbreite ist deutlich kleiner als die halbe Abtastrate, dann kann ich erstmal die Abtastrate reduzieren, ohne dass ein Informationsverlust auftreten würde. Und der Grund, warum ich das mache, ist jetzt die wichtigste Ingenieurmaxime, nämlich gut genug. Das heißt, wenn Sie den Job genau gut genug machen, dann sind Sie wahrscheinlich billiger als die anderen Hersteller, die, ja, die sich dazu sehr verkünstelt haben. Und in diesem Fall gilt schnell genug. Das heißt, nicht schneller als schnell genug soll ich abtasten, weil, wenn ich nämlich schneller abtaste, bekomme ich eine höhere Verlustleistung, wird öfter hin und her geschaltet. Das ist wie, wenn Sie den Prozessor an Ihrem PC übertakten. Ich brauche eine teurere Hardware, damit die schnelle Abtastrate überhaupt geschafft wird. Beispielsweise ein FPGA mit einem höheren Speedgrade. Auch der Entwurf wird komplizierter. Und das leuchtet jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht so richtig ein. Aber wenn Sie beispielsweise einen Tiefpassfilter erzeugen wollen mit einer Abtastfrequenz von 1 MHz und Sie haben eine, ja, sagen wir, Eckfrequenz vom Durchlassband von 100 Hz und eine vom Sperrband von 200 Hz, dann brauchen Sie ein enorm schmalbandiges Design. Wenn Sie sich das vorstellen auf dem Einheitskreis, wo die 100 Hz, wo die 200 Hz sitzen und wo jetzt Ihre 1 MHz halbe sitzen, da können Sie sich vorstellen, wie schmalbandig dieses Design sein muss und dass Sie eine ziemlich hohe Ordnung Ihres Filters dafür brauchen. Ja, genau, das ist hiermit gemeint. Wenn Sie sehr kleine relative Eckfrequenzen haben, beispielsweise die 100 Hz geteilt durch 1 MHz, dann brauchen Sie sehr, sehr steile Übergänge. Das heißt, das, was wir hier machen wollen, ist Dezimation. Und Dezimation nennen wir Downsampling mit vorheriger digitaler Anti-Aliasing-Filterung. Das heißt also eine Reduktion meiner Abtastrate, ohne dass Aliasing auftritt. Genau, man kann es gar nicht oft genug sagen, wir müssen vorher ausreichend filtern, auch beim Reduzieren der Abtastrate, sonst passieren seltsame Effekte. So, Dezimation, hatten wir jetzt gerade gesagt, ist die Verringerung der Abtastrate, Downsampling plus digitales Anti-Alias-Tiefpassfiltern. Das heißt, so sähe jetzt unsere Struktur aus, unseres Signalsystems. Das ist mein Signal, was abgetastet wurde mit der Abtastperiode TS1. Das filtere ich erstmal. Dann habe ich mein Ausgangssignal Y1 auf der gleichen Abtastperiode noch wie X. Dann reduziere ich meine Abtastrate und habe jetzt ein neues Signal Y2 von M mal TS2. Das heißt, das ist jetzt abgetastet mit der Abtastperiode TS2. Und diese Kombination, die nenne ich, wie gesagt, meistens. Da gibt es auch in der Literatur ein bisschen Unterschiede, aber meistens wird diese Kombination Dezimation genannt. Und das entsprechende Filter hier heißt dementsprechend auch Dezimationsfilter. Anti-Alias-Filter ist natürlich auch richtig, aber in diesem speziellen Zusammenhang wird das auch Dezimationsfilter genannt. Auch auf die Gefahr hin, Sie zu langweilen, wiederholen wir es lieber nochmal. Aliasing tritt immer dann auf, wenn das Signal vor einer Abtastung mit FS noch Signalkomponenten enthält, oberhalb von FS halbe. Und das ist egal, ob wir jetzt hier von der Abtastung von einem analogen Signal reden oder ob wir bei der Wiederabtastung, also dem Resampling oder Downsampling eines zeitdiskreten Signals reden. Schauen wir uns das nochmal im Spektrum an und im Zeitbereich gleichzeitig, was passiert, wenn wir um einen ganzzahligen Faktor R dezimieren. Ich habe hier so eine Zeitsequenz mal aufgemalt und ich nehme jetzt einfach mal an, dass dazu dieses Spektrum gehört. Klar, das kann man jetzt nicht so ganz zuordnen, aber Sie können sich leicht vorstellen, das soll unser Nutzsignal sein zwischen 0 und FS Viertel. Und dahinter habe ich noch so eine kleine Pyramide, das soll irgendein Störsignal sein. Und oberhalb von FS halbe tritt natürlich dann mein Wiederholspektrum auf. Jetzt filtere ich zunächst mit meinem Anti-Alias-Filter, digitalen Anti-Alias-Filter oder Dezimationsfilter und begrenze mein Spektrum auf das neue Basisband. Und mein neues Basisband liegt zwischen 0 und 1 dividiert durch 2r mal fs. In dem Fall, ich will jetzt hier gleich um den Faktor r gleich 2
dezimieren, ist also mein neues Basisband bei 1 dividiert durch 2 mal 2 fs, also bei 1 Viertel fs. Das heißt, das hier ist mein neues Basisband. Und Sie sehen jetzt mit dieser Filterung, habe ich den Bereich zwischen dem neuen, der Ecke meines neuen Basisbandes und jetzt hier meinem alten Basisband, habe ich freigeräumt. Und im Zeitbereich kann man das ein bisschen schlecht darstellen. Ich habe es jetzt hier einfach mal ein bisschen runder, ein bisschen glatter gemacht. Das soll einfach jetzt nur symbolisieren, dass ich hochfrequente Komponenten entfernt habe. Das ist wieder mein Wiederholspektrum. So, jetzt kommt das eigentliche Downsampling. Und das mache ich ganz einfach, indem ich jedes zweite Sample wegwerfe. Das heißt, das ist im Digitalen, auf einem FPGA oder auf einem Microcontroller, das ist eine sehr einfache Operation. Die Filterung hier ist natürlich aufwendiger, aber das eigentliche Downsampling, das geht wirklich ganz leicht. Wegwerfen ist meistens einfach. Und jetzt wird hier, habe ich hier an dieser Stelle mein neues Basisband. Das heißt, hier ist jetzt FS2 halbe. Und dementsprechend sind meine Wiederholspektren jetzt dicht hier dran gerückt. Und hier sehen Sie nochmal, dass den Signalflussgraphen sehr stark abstrahiert, den wir auf der vorvorigen Folie auch schon gesehen haben. Also wichtig zu merken, gerade jetzt im Hinblick auf das nächste Kapitel, erst filtern, dann Abtastrate reduzieren. Ein paar letzte Anmerkungen noch zu Downsampling. Wir haben bis jetzt uns eigentlich überwiegend mit LTI-Operationen beschäftigt, das heißt linear und zeitinvariant. Downsampling, muss man darauf achten, ist nicht zeitinvariant. Und wenn man sich damit ein bisschen intensiver beschäftigt, dann treten aus diesem Grund, eben weil es nicht zeitinvariant ist, jede Menge seltsame Effekte auf, die man zum Teil sehr kreativ nutzen kann, für Polyphasenfilter beispielsweise. Wenn wir uns diesen Fall hier angucken, und diesen Fall, das heißt, ich verzögere meine Sequenz um eine Abtastung und danach dezimiere ich. Dann sehe ich, dass die beiden Ausgangssequenzen nicht identisch sind. Wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe und auf Aliasing geachtet habe und so weiter, dann wären die Spektren, die Betragsspektren dieser beiden Signale identisch. Aber die beiden Signale Y2 von M hier und das Y2 von M von hier sind ganz offensichtlich jetzt nicht wirklich identisch im Zeitbereich. Da muss man aufpassen. Es ist nicht mehr alles erlaubt, wenn ich Downsampling betreibe von dem, was ich vorher gemacht habe. Dann, auch das ist ein Hinweis, der erst Sinn macht im Zusammenhang mit dem nächsten Kapitel. Das Downsampling hat keinen Einfluss auf die Amplituden der Spektralkomponenten in meinem Basisband. Ich nehme Samples weg und dafür entfallen dann auch Spektren bei höheren Frequenzen. Aber in meinem neuen Basisband, da sehe ich, wenn ich alles richtig gemacht habe, keinerlei Änderung meiner Spektralkomponenten. Danke fürs Zuhören und Mitmachen und bis zum nächsten Mal.